zeige euch ein Beispiel eines Chrysler Crossfire. Eine Hohlraum- und Unterbodenkonservierung mit Mike Sanders Fett. Die Schweller wurden vorab vom Kunden demontiert. Ebenso die hintere Stoßstange. Das hintere Rathaus. Der Bereich hinter der Stoßstange. Auch die Einstiegsbereiche. Ist nachher nicht mehr sichtbar, wenn die Schweller wieder angebaut sind. Und natürlich hat der Unterboden vollflächig. Auch im Bereich der Hinterachse.